created this incredible typography for the Hier haben wir diese tolle Schrift, und das war Lewin Brody von Living Legend. Und er hat das den 80ern nachempfunden. Und Brody hat auch den Wegweiser 1992 für die Bundeskunsthalle gestaltet, und auch die neue Gestaltung hat er entworfen, wie auch die Gestaltung der Ausstellung hier über die Postmoderne. Aber der Katalog der Ausstellung wurde von Studio Yokiko entworfen. Das sind insgesamt 10 Leute am Werk gewesen. Das ist ein Büro in Berlin. Und bei dieser Podiumsdiskussion geht es um mehr als nur Layout. Vielen Dank, Level, dass Sie dafür aus London gekommen sind, Yokiko, dafür, dass Sie auch noch jemanden ersetzen, denn Markus Peichel hätte eigentlich ja sein sollen, der Sohn von Gustav Peichel, unserem Architekten, der, wie auch Neville in den 80ern, sehr berühmt war für Journalismus, für die Gestaltung von Zeitungen, aber wir beginnen jetzt mit Ihrem Werk. Neville Brody ist eine der Legenden seiner Zeit. Er war und ist ein Rockstar der Grafik. Ja, nicht mehr lang. Ich lasse es jetzt bald sein. 1988 kam sein Buch heraus. Das Grafikdesign von Neville Brody ist heute noch das bei weitem das am häufigsten veröffentlichte Buch über Grafikgestaltung, das sollte ich sagen. Und es hieß sogar, er sei ein Rockstar in seinem Bereich. Aber auf jeden Fall sind wir überaus stolz und erfreut darüber, dass wir ihn heute hier haben, dass wir ihn hier haben als Grafikdesigner für unsere Institution in den 90ern. Und jetzt wird er auch noch unser Corporate Design neu gestalten. Das Wegweiser-System klebt hier an den Wänden im Raum. Und jetzt nehmen wir auch wiederum die Verspieltheit der ersten Tage auf, den Willen, etwas anderes zu zeigen. Bonn wurde 1990 gegründet. Monster ist das neue Kind der Ausstellung aus dem Jahr 2003. Vielen Dank dafür, dass Sie gekommen sind. Neville, vielen Dank für Ihre Beiträge. Und ich wissen, dass Sie auch in der letzten Minute noch einige Bilder vorbereitet haben. Ich hoffe, wir haben keine allzu großen technischen Probleme. Schauen wir uns das an. Das sind einige Arbeiten vom The Face. Das sind Arbeiten, die jetzt 40 Jahre alt sind. Man kann es kaum glauben. Wie alt bist du, Dave? Ich bin 40. 40 bist du. Du wurdest also geboren, als das hier rauskam. Ja, ich war damals noch nicht mal auf der Welt. Ja, das sollte eine sehr interessante Diskussion werden. Also, The Face war damals eher ein Fernsehen für eine ganz kleine Gruppe von Leuten in Soho in London, die einfach immer nur in die gleiche Kneipe zusammengingen. Musiker, Künstler, Architekten, Schriftsteller, Schauspieler. Und ich habe immer abgestritten, dass ich postmodern bin. Aber ja, das führte dann zu einer postmodernen Situation. Es gab keine Grenzen. Und das The Face Magazin drehte sich darum, dass man Reportage haben konnte, neben Mode, neben Meinungsartikeln. Also all das griff ineinander. Und The Face hat eigentlich durchbrochen, was ein Magazin vorher hätte sein sollen. Und es war klein und unabhängig, und deshalb konnten wir auch wirklich die Regeln in Frage stellen. All das, was stattfand. Und wir dachten gar nicht daran, welche Änderungen sich ergeben würden könnten. Wir wollten einfach nur herumspielen. Es war die Gleichzeitigkeit, die sich einstellte. Alles auf einmal, alles
fand zusammen. Diskurse, Themen, Fragen, Diskussionen, Politik, Mode, Design und Lifestyle, aber auch Wirtschaftsfragen. Und wann ergab sich dieses Konzept, all dieses Nachrichten zu mischen? Ich glaube, weil wir damit aufgewachsen sind. Das war die Kultur damals in England, in der die Politik ein fester Bestandteil der Tätigkeit der Jugend war, der Kultur. Musik, die damals in England gemacht wurde, hatte eigentlich immer irgendwie einen politischen Bezug, wie Punk oder dann auch Ska. Und dann Clash, also die waren irgendwo dazwischen, und Susie Sue und David Bowie, die auch die gleiche Kunstschule gingen wie Susie Sue. Und Musik und Kunst waren eng miteinander verwoben. Johnny Rotten kam von einer Kunstschule. Und dann hatten wir Al McLaren, die ja eine Beziehung zu Vivienne Westwood hatte. Und sie zerstörte T-Shirts und so. Ja, ja, dann im Zusammenhang mit den Sex Pistols. Also sehr viele Kleinigkeiten geschahen. Und das war die Kultur, in der ich aufgewachsen bin. Und das war nicht rein disziplinär. Und sie behaupteten ja, dass sie eher ein Punk sind als ein Postmodernist. Nein, bin ich nicht, wahr. Nicht, werde ich auch nie sein, denn die Postmoderne gefällt mir nicht, das ist nicht mein Fall. Entschuldigung, tut mir leid, wir haben ja schon ganz oft darüber gesprochen. Nein, ich hasse die Postmoderne. Und damals hasste ich sie, hassten wir sie auch. Im Rückblick war uns nicht klar, dass wir mit diesem Hass, der auf die Postmoderne, reine Postmodernisten waren. Ich glaube, das war anders von Land zu Land. In England gab es ja damals eine große Depression und eine Wirtschaftskrise. Und es gab auch sehr viel Gegenkultur. Und ich glaube, das war ein völlig anderer Ansatz, oder? Ja, das war halt eigentlich sehr roh im Vereinigten Königreich und anders als von dem, was in anderen Ländern geschehen konnte, wie Frankreich, hatten wir wirklich eine sehr gewalttätige Rechtsextreme, die National Front, und hier drüben hatten wir Märsche oder wir haben auch das Deckblatt für The New Socialist gestaltet. Wir durften also diese Extreme haben, aber in der Mitte gab es nicht. Das war irgendwie roh, ungefüllt. Und es war sowas wie, was wir heute sagen, eine moderne Kultur. Und das Cover hier nenne ich Proto-Digital. Das war wahrscheinlich so 92, 93. Da haben sich erst die Personal Computers durchgesetzt. Und die Ästhetik, die wir damals gestaltet haben, hat dann alles andere beeinflusst. Und alles ändert sich durch die Technik. Das sieht man auch in der Ausstellung hier. Dort erkennt man, wie wichtig Änderungen in der Technik waren hinsichtlich auf kulturelle Verschiebung. Verschiebungen des Denkens, wie wir miteinander umgehen. Gerd Koch sprach das ja auch gerade an. Aber du hast auch, was, ja, ich glaube, Eric Spiekermann sagte das, einen sehr malerähnlichen Ansatz an das Grafikdesign. Das ist wie eine Leinwand für dich, Free oder wie Freestyle für einen Jazzmusiker. Und du mischst Stile, Methoden, Rhythmus, Energie in einem Werk. Und wie würdest du deine eigene Praxis beschreiben? Als Musiker, als Magiker, als Zauberer, als Performer, als Künstler. Ja, ich glaube, das gilt für euch auch. Performance ist ja so ein großer, so ein wichtiger Bestandteil der Kreativität. Und leider sind wir jetzt in einer Zeit, in der wir ja eher von der Technik dominiert werden. Und die seien es soziale Medien, digitale Räume, all die sind hochhygien, hochglänzend. Wir haben diese Fenster, in denen wir dann noch performen können. Und ja, aber welchen Tanz sollen wir jetzt aufführen?
führen vor dem Fernseher. Das ist also ein eingeschränkter Raum, aber in Druckmagazinen und so weiter, Musik, wie man da die Idee vorstellte, das war im Fluss abgestuft. Man konnte auch weißen Raum, weiße Flächen benutzen. Und heute ist das sehr selten. Und Sie haben ja den Katalog gestalten und ihr hattet die Freiheit. Und der konnte das auch sozusagen kinematisch angehen. Und das machten wir auch mit der Kultur. Das sahen wir als Abenteuer, dieser Fluss. Und nichts war starr. Alles war im Fluss und wir hassten Deko, wir hassten die postmodernistische Dekoration. Es war eigentlich nur die Reise für den Betrachter. Ja, das war ja auch der Fall bei The Face. Und das war alles experimental. Das hier ist das einzige postmoderne Design von mir. Und das gefällt mir auch nicht sonderlich. Aber das haben wir hier auch in der Ausstellung. Ja, es ist in der Ausstellung. Es ist gut zu sehen, was sich ergibt, wenn die Typografie flüssig wird, wenn alles gemischt wird, Formen, Farben, Buchstaben. Aber dann bleibt es doch immer noch innerhalb der Grenzen der Möglichkeiten. Aber das sieht aus wie ein Pastiche. Und das hier war für das Deckblatt von der Ausstellung im Victorian and Albert Museum 2011, Becklin Adamson und Jay Parrott, ja. Wir haben also das Deckblatt für das Magazin gemacht. Das hier ging um den Zusammenbruch der Postmodernen. Das war sozusagen eine Fassade dafür. Und ja, jetzt sind wir da angelangt, hier Pomo. Und es hat mir sehr viel Spaß gemacht, die Schrift zu entwickeln. Denn vorher hatten wir die normale Schriftgestaltung, was man benutzt hat. Und hier hat es wirklich Spaß gemacht, etwas postmoderner zu werden, wie wir herangingen. Und das ist jetzt viel verspielter, flüssiger geworden. Und ja, war toll, das hier zu sehen in der Realität. Und das hier ist das Gesamtbild davon, die Postmoderne. Und wir haben auch gerade in Japan ein Poster gemacht. Und da sind wir ähnlich vorgegangen. Und ich habe hier auch ein neues Buch. Es gilt, fürchte ich, nicht so billig. Nun, vielen Dank. Ich hätte eine Frage. Wenn du sagst, dass du nicht wirklich ein Postmodernist bist selbst und wenn du über Verschönerungen sprichst oder wenn du sagst, du magst das an sich nicht oder der Ausschmückung, Dekoration, das klingt eher, als ob du ein Modernist bist. Ich bin ein reiner Modernist, hundertprozentig ein Modernist. Und ist es denn nicht frustrierend dann für dich, wenn du hier so irgendwie in diese Klammer steckst, der Postmodernisten? Und fühlst du dich damit? Die Postmoderne ist wie eine Kirche, in der Mitte der Kirche, und dort begann das in den 60ern mit Dada eigentlich. Und vor allem war das durch die Technik bestimmt. Wir hatten auch die Änderungen in der Drucktechnik, im Massenvertrieb, im Halbtondruck. Und dann mit der Implosion des Ersten Weltkrieges hatten wir danach dann eine Explosion, den Big Bang, Bauhaus, Konstruktivismus und dann gleichzeitig Kubismus und ähnliche Kunstformen, Kunststile. Und wir hatten also zwei Strömungen. Zum einen Mies von der Rohe, das heißt der reine Modernismus, die reine Moderne. Und hier haben wir eine andere Strömung, Andy Warhol, Wim Barrows. Und sie haben diese experimentelle Seite, Richard Hamilton, der eigentlich einen großen Einfluss hatte.
Und diese sogenannten Modernisten bereiteten Boden für die Postmoderne. Ich glaube, wir müssen diese Isms vermeiden. Ismus vor allem auch Binsenwahrheiten. Ja. Und jetzt kommen wir wohl zu der Keynote. Bastian und Johannes, hier diese Isms, diese Ismen. Wir sind mehr oder weniger gleich alt, Johannes und ich, und zu deinem Werk. Das ist ja irgendwie, das ist ein Bezug zu der Postmodernen betrifft, aber auch wie sich die Art des Bildes verändert hat durch den digitalen Vertrieb. Du machst ja sehr viel Bildschirmgestaltung, Druckmedien, aber auch Poster. Und wenn Neville mit Graffi, mit dem Grafikdesign arbeitet, wie auf einer Leinwand, was würdest du benutzen? Einen Bildschirm? Eine Bildschirmmaske? Das wurde schon angesprochen vorhin in einem der Vorträge. Die Begrenzungen der Technik oder die Technik an sich ermöglicht es einem ja auf eine gewisse Art zu arbeiten zu einer gewissen Zeit. Und früher wurde ja sehr viel von Hand gemacht und eine Generation verpasst das. Und wir versuchen eigentlich auch wieder etwas auszuschneiden, etwas zu scannen. Und wir schaffen jetzt also auch etwas, was außerhalb der benutzten Plattform liegt. Und es besteht auch eine Gefahr darin, wie wir die Technologie einsetzen. Denn wir sind gebunden an verschiedene Systeme, Adobe oder der Vertrieb der Bilder über Meta oder Instagram. Ist sehr kompliziert. Und man kann kaum auch die Erwartungen all dieser Plattformen erfüllen. Man kann nicht zurückgehen zu Quark Express zum Beispiel oder andere alte Software. In unserer Branche ist man eigentlich beschränkt auf bestimmte Werkzeuge. Und ich glaube, dass wir immer versuchen, uns dies ins Bewusstsein zu rufen, uns immer daran zu erinnern. Und wir wollen natürlich diese Instrumente, Werkzeuge möglichst umfassend nutzen, weil wir wollen auch Tricks finden, wie man verschiedene Effekte nutzt oder wenn man Fehler findet. Und naja, manchmal ist das auch ein glücklicher Zufall. Jonathan, was machst du? Oder? Ja, ich möchte auch noch darauf eingehen. Wir sind ja auch umgeben von Bildern auf den Bildschirmen. Viel ist digital und das kann auch ermüdend sein. Es ist ja halt eben rein zweidimensional. Und wir versuchen auch, etwas Neues beizutragen, zurückzubringen wieder. Und wir wollen uns mehr Struktur bringen. Und wir wollen diesen zweidimensionalen Bildschirm bereichern, ausweiten. Und mir gefiel auch, dass du sagtest, wir seien Performer. Und ich frage mich auch, was bedeutet das für mich? Und ein Performer kann ja nicht präsent sein oder nützlich sein ohne eine Öffentlichkeit. Und das gilt auch für andere, wie zum Beispiel Grafiker, also Leute wie uns. Wir versuchen natürlich auch dafür zu sorgen, dass die Bilder gesehen werden. Die Leute sind sie bemerken, erkennen. Und sie sollen sich angesprochen fühlen von unseren Bildern. Es sollte also nicht etwas Passives sein. Ja, der Katalog ist sehr interessant, denn ich glaube, dass wir jetzt wirklich auch etwas aufgreifen sollen, dass die Form zerbricht. Und wenn etwas zerbricht, die Form zerbricht, dann geschieht etwas Neues, wie wir ja schon sagten. Und wir müssen immer herausfinden, wo irgendetwas nicht funktioniert.
Und dann kann man sich fragen, was Neues kann sich daraus ergeben. Das sollte also auch im Fluss sein, der Prozess. Und wir sollten immer voranschreiten. Es sollte nicht so sein wie, ja, ich habe jetzt meinen Rhythmus gefunden und ich bleibe hier auf diesem eingefahrenen Weg. Und die englische Band Wire und Want to Ask You, das erste Album, dauerte nur ein paar Minuten und sie sagten, warum sollte das länger sein? Warum sollen wir wiederholen, was wir gemacht haben? Also das war damals auch die Einstellung, der Geist, und das war auch eine postmoderne Einstellung, denn ja, man hat etwas gemacht, gut, jetzt weiter zum nächsten. Das Ende der Geschichte sozusagen. Schauen wir uns das doch mal an. Ja, also. Ich klicke ein paar Dias durch. Das sind wir. Im Studio haben wir sehr viele Leute und die aus verschiedenen Kulturen, die auch verschiedene Sprachen sprechen. Ich bin der Einzige, der Deutsch spricht. Im Studio dort. Und wir haben vor allem Frauen dort. Das sind jetzt nicht wir alle. Und ja, wir haben eine sehr große Vielfalt vieler unterschiedlichen Leute. Alle eigentlich unter 40. Und wir arbeiten viel an diesem Design hier. Und wir liegen auch auf der Linie von Pop und wie wir Popkultur, Pop an sich benutzen für die Ästhetik, ist auch etwas Postmodernistisches, würde ich sagen. Denn wir benutzen auch Zitate und wir sind auch ziemlich mutig mit diesen Zitaten. Manchmal ist es offensichtlich, das heißt sozusagen maximalistisch. Man kann auch sehen, dass wir keinen spezifischen Stil haben. Das ist der gleiche Geist wie bei Wire, wie du sagtest. Wir versuchen immer etwas Neues zu machen, Neues auszuprobieren. Und wir wollen auch etwas aufgeben. Und wir sind auch sehr kollaborativ. Das hier waren einige Kampagnen und ich gehe mal weiter zu dem Katalog. Entschuldigung. Nur ganz schnell, das ist ein Magazin, das wir machen und die Magazine beruhen immer auf einer Straße in der Welt, in Taipei zum Beispiel, das ist irgendwie nomadisch, Moskau und wo waren wir noch? In Montreal. Also, ja. Also, ja. Versuchen auch zu experimentieren, wann immer wir das machen. Also wir wollen immer eine neue Leinwand benutzen bei einem neuen Projekt und wir wollen auch über die Grenzen hinausgehen, Grenzen durchbrechen. Wir wollen sehen, wie weit wir gehen können mit der Schriftart zum Beispiel, der Buchstabengestaltung. Manchmal klappt es, manchmal nicht, aber so lernt man nun mal. Man sieht, wie die Leute darauf reagieren. Und das hier sind jetzt also visuelle Beispiele. Und als visueller Künstler muss man natürlich immer etwas Neues machen, man muss beobachten, wie die Leute reagieren. Manchmal, wie gesagt, klappt es manchmal nicht und man will sich ja immer erneuern. Und all diese Schriften hier werden von Hand gemacht. Das ist eine Ausgabe über den Boulevard Périphérique um Paris herum, eine Autobahn. Und wir wollten hier auch diese Hässlichkeit der Straße an sich wiedergeben. Und dieses Akzeptieren der Hässlichkeit, das Experimentieren, das sich daraus ergibt, ist auch irgendwie modernistisch. Die Idee, dass es the beauty in itself lies really on the eyes of the beholder. It's kind of more
dass hier die Schönheit im Auge des Betrachters liegt. Und wie gesagt, wir spielen damit herum. Und hier sind andere Beispiele für die Schriften, die wir gestaltet haben. Ja, und gut, ich gehe jetzt weiter dahin. Ja, da sind viele Bilder. Wir haben vorher die Marke gemacht, vorher für das Haus der Kulturen. Ja, so ab Ende der 80er. Ja, sehr viele Zufälle. Ja, ich gehe jetzt mal ganz schnell, das will ich kurz erörtern. Also die Tatsache, dass hier die Direktorin eine neue Direktorin übernommen hat, die wurde dann die neue Intendantin. Und die Schrift, die wir dort designt haben, die basiert im Grunde genommen wirklich auf Bewegung. Das kann man leider nicht so gut sehen, weil die Folien nicht in dem Ausmaß funktionieren. Aber es ist ein modulares System, das sich auf Bewegung basierend verändern kann, basieren auf der Sprache, auf der Rede. Und wir wollten damit einfach weggehen von diesen lateinischen Buchstaben und das Ganze etwas organischer, abstrakter machen. Wir wollten, dass das hinausgeht über diese Idee. Also da gibt es natürlich ein bisschen ein Problem bei der lateinischen Schrift. Das lateinische Alphabet steht im Grunde genommen für die Welt in sich. Und das ist ja das Haus der Kulturen der Welt. Dafür brauchten wir eben wirklich Buchstaben, die etwas annehmen, was nicht unbedingt Teil des lateinischen Alphabets ist, sondern wir wollten das mit reinbringen, diese Veränderungsmöglichkeit, die Bewegung. Aber schauen wir uns vielleicht den Katalog an. Das hätte eigentlich hätte es ein Grabstein sein sollen. Die Idee am Anfang war, dass es aussieht wie ein Grabstein, ein Sepulkralkultur. Also die Idee war, dass das Ganze ausgeschnitten ist und damit können wir im Grunde genommen die Postmoderne für tot erklären. Die Frage ist natürlich, denn wir haben ja zum einen die Jahre, die stehen da drauf und die führen dazu, dass man ihn gerne für tot erklärt, die Postmoderne, aber man kann das natürlich auch als Meilenstein interpretieren. Wir haben die Idee des Steins nochmal aufgenommen zu einem späteren Zeitpunkt in der Veröffentlichung. Wir hatten damit im Grunde genommen viel Spaß, auch was die Schriften angeht. Wir haben uns wirklich dann bezogen auf andere Stellen. Wir haben auch wirklich freie Schriftarten genutzt. Wahrscheinlich Schriften von Neville Brody. Ja, genau, die haben wir im Grunde genommen gekidnappt. Aber wir haben versucht, wirklich in der Bewegung zu bleiben, fluid zu sein, was das Design angeht. Es ist tatsächlich eigentlich sehr clean, sehr sauber für das, was ihr so macht, sehr strukturiert. Ja, aber wir sind eine saubere Institution, deswegen eine clean Institution. Ich glaube, bei allem, was wir machen, gibt es natürlich strenge Regeln. Man braucht eine Art Netz, man braucht ein Muster, um das dann auch zu zerstören. Ja, ich habe schon gesehen, ihr habt wirklich versucht, da ein bisschen weiter zu gehen, wo es möglich ist. Ja, aber ich glaube, was man auch sehen kann, wenn man sich die Schriften ansieht, also die Idee zu zitieren, das ist natürlich etwas, was wir aus der Postmoderne genommen haben. Und das nutzen wir viel in diesem Katalog. Wir haben ja auch eine Schrift, die im Grunde genommen aus Bausteinen besteht, die dann eben die Buchstaben erschaffen. Und wir glauben einfach, dass das dann letzten Endes auch toll aussieht. Es ist einfach ein lustiges kleines Detail am Rande. Ich glaube, ich weiß, was ihr meint, dass wir vielleicht noch etwas lauter im Design hätten sein können, dass wir vielleicht größere Schriften hätten nutzen können, aber es ging natürlich auch darum, die Bilder irgendwie zu zeigen. Die Bilder sind oder die Unterschriften sind teilweise größer als die Texte und das ist herausfordernd, auch im Haupttext. Das ist natürlich sehr spezifisch, aber man muss dann darauf achten, dass nicht irgendwie die Fußnoten größer sind als der restliche Text. Und wir wollten einfach sicherstellen, dass alles sichtbar ist, dass alles gut lesbar ist und das fordert natürlich aber auch heraus, wie wir die Dinge denken und zeigen in diesem Katalog. Der
Titel ist jetzt beispielsweise teilweise sehr klein und die Schrift ist dann teilweise noch kleiner, aber wir dachten eben, man kann gut mit diesen unterschiedlichen Parametern arbeiten. Ich wollte das gar nicht kritisieren, das war einfach nur eine Beobachtung. Aber es ist natürlich eine radikale Idee, dass die Fußnoten größer sind als der Haupttext. Man braucht im Grunde genommen ein paar Tage, um darüber nachzudenken. Ich hoffe, das ist okay, denn das zeigt natürlich im Grunde genommen auch, wie wichtig Fußnoten sind. Es ist ja extrem wichtig und die wurden lange unterdrückt, aber es ist natürlich auch eine sehr postmoderne Geste, eine Reflexion, was die Peripherie angeht, das Zentrum, wer tatsächlich eine Stimme hat, wer nicht. Das ist konzeptionell eine tolle Idee. All diese konzeptionellen Ideen brauchen Zeit und deswegen ist das normal. Ja, es ist auch eine schwierige, eine anspruchsvolle Übung, ein anspruchsvolles Objekt, Projekt, denn wir wollen ja nicht etwas schaffen, was postmodern wirkt im Sinne von aus der Zeit, sondern also wir wollten kein Pastiche in dem Sinn erschaffen. Das wäre der falsche Weg gewesen. Diese Gesten zu haben, diese Fußnoten eben zu haben, die größer sind als der Haupttext, also die Möglichkeit, Dinge umzudrehen oder die Dinge unter Anführungszeichen fast falsch zu machen, das waren die Dinge, die unserer Ansicht nach das Ganze zu postmodern machen würden. Wir sind natürlich Außenseiter, wir blicken von außen rein, denn wir waren ja nicht Teil der Postmoderne. Aber für uns war es einfach eine große Freude, mit diesem Bildmaterial arbeiten zu dürfen, das ja immer schon eine Inspiration für uns war. Menschen wie James Wines beispielsweise, Architekten, Studio 46, Site Architects, das sind natürlich, die inspirieren uns extrem. Ich erinnere mich, ich war ja im Studio und Sebastian, also ihr habt euch den Stuhl aus Studio 65 angeguckt, Capitello, und da warst du im Grunde genommen, bliebst du da wirklich hängen, als du gesehen hast, dass das Teil der Show ist. Und vor meinen Augen hast du es einfach vergrößert und der Sessel war plötzlich auf zwei Seiten zu sehen. Und das ist natürlich wirklich diese extreme Aufmerksamkeit auf einzelne Details, ohne ein Vorkonzept zu haben in Bezug darauf, wie das Ganze gezeigt wird, sondern im Grunde genommen die Sprache zu nutzen, die man findet. Wenn wir nochmal zwei Folien zurückgehen, da sehen wir ja den Memphis Spread. Und ich dachte, als ich das gesehen habe, dachte ich, wow, das ist tatsächlich noch hässlicher als in echt. Ja, es sieht aus wie eine Broschüre. Ja, es sieht verrückt aus. Wir haben wirklich auf dieser Seite 10.000 Mal Veränderungen vorgenommen und es wurde immer schlimmer. Ja, es sieht tatsächlich aus wie ein Katalog. Ja, also wie auch die ganze Ausstellung im Grunde genommen. Ich mag auch wirklich die Monty Python-Schrift, die man da hier sieht, die Schrift wie von Monty Python, das hat mir wirklich gut gefallen. Dietrich Diederichsen hat ja auch etwas sehr Schönes über den Katalog geschrieben. Er hat gesagt, sein zweijähriger Sohn liebt den Katalog, denn es ist das bunteste Buch, was er je gesehen hat. Und das spricht wirklich für eure Farbauswahl, aber auch natürlich für die Drucktechnik, die genutzt wurde. Es ist wirklich extrem farbenfroh. Jetzt, wo wir über all das in Verbindung mit Postmoderne sprechen, in dem Vergleich zur Postmoderne, hätte ich noch eine Frage an Neville, durch die Brille junger Menschen, was wäre das größte Klischee in Bezug auf die Postmoderne? Postmoderne? Also worüber sprechen wir, Eva? Ich habe nur darüber nachgedacht. Also wir haben hier die nächste Generation quasi, die jetzt diesen Stil, die Sprache und die Ideen der Zeit nochmal wieder aufnimmt und nutzt. Und wir sind im Grunde genommen hier in einer spannenden Situation. Es gibt ja diese Widersprüche in der Postmoderne, die Vorteile, die Nachteile, guter Geschmack, schlechter Geschmack, also all diese aufeinanderstößende Dinge, die aufeinander verstoßen. Ja, ich glaube, da sind wirklich drei Dinge. Postmoderne, wenn man sich das ansieht, da gibt es einmal die Absicht. Okay, was ist die Absicht dahinter? Geht es darum, sich politisch zu positionieren, die Beziehung zur Kultur, die verändert werden soll, Auswirkungen, einen Impact auf das Publikum. Was ist die Absicht zuallererst?
erst? Und wie zeigt man diese Absicht? Wie manifestiert man die? Wenn man eine Absicht hat, dann kann man etwas Neues erschaffen. Aber was immer passiert, letzten Endes, ist eine Art Spiralisierung, eine Stilisierung, die im Grunde genommen das Ganze einfriert und dazu führt, dass es als Handlung nicht mehr effektiv ist. Und das ist mit der Postmoderne passiert. Und genau das Gleiche passiert bei der Post-Postmoderne, dass die Klischees reinkommen, das Ganze wird dann im Grunde genommen eine Einheitssprache. Es wird dann natürlich leicht, das Ganze auch für Werbeagenturen nutzbar zu machen, billige Produkte, die vermarktet werden. Und das Ganze wird dann plötzlich ein Massengeschmack. Und es wird oberflächlich, richtig? Ja, das ist einfach dieser Kreislauf. Man hat eine Explosion der Absichten, wo gesagt wird, okay, das Alte, das bedeutet nicht mehr das, es bedeutet uns nichts mehr, wir brauchen etwas Neues. Es gibt neue Themen, über die wir nachdenken müssen. Wie manifestieren wir die? Das haben wir ja oft mit neuen Möglichkeiten, mit neuen Technologien. Und nach einer Weile wird das quasi, führt das dazu, dass das System einfriert. Es passiert ein Schock und der wird neutralisiert. Und das ist eine Art Kreislauf. Dieser Kreis dreht sich immer schneller. Und letzten Endes war es so, dass Face Magazine gescheitert ist. Denn wir haben jeden Monat alles verändert. Und nach 4, 5 Jahren war es so, dass die Leute natürlich jeden Monat eine Veränderung erwartet haben. Und wenn wir 2 Ausgaben rausgebracht haben, die ähnlich waren, bekamen wir so viel Kritik ab. Und dann haben Leute angefangen, den Stil zu kopieren. Plötzlich gab es Werbungen, die geschaltet wurden in anderen Magazinen, die aussahen wie von The Face. Das war das Ende. Okay, was würden Sie dazu sagen, dass es eigentlich etwas Oberflächliches ist, was immer wieder genutzt wird, um sich selbst zu erhalten? Nun, ich weiß nicht. Ich glaube, dass so wie ich die postmoderne Zeit verstehe, vor allem in England, da wo Sie ja vor allem aktiv waren, dass es da auch diese ganzen politischen Unruhen gab, Privatisierung, die Streiks beispielsweise der Minenarbeiter, ja, wie und jetzt auch. Ja, aber all diese Dinge hatten ja so großartige, führten zu so tollen kreativen Auswirkungen. Acid House beispielsweise, Raves und so weiter. Und das führte ja auch dazu, dass sich die Norm veränderte. Davor hatten die Leute in Kaufhäusern gearbeitet hatte oder die Generation davor auch und die gingen plötzlich tanzen. Also diese Idee, die Dinge wirklich zu ändern, neu zu denken, eine Situation neu zu denken. Da glaube ich, in den Zeiten, in denen wir uns heute befinden, da passiert das auch. Und das passiert vielleicht noch mehr in der digitalen Sphäre, auf Instagram beispielsweise, wo man sagen könnte, ja, okay, manche der Revolutionen sind gescheitert, der arabische Frühling beispielsweise vor ein paar Jahren, aber die Idee, dass die Menschen zusammenfinden und versuchen, etwas zu ändern, aus dem Schlechten etwas Gutes zu schaffen, eine neue Kultur zu schaffen, das passiert jetzt auch sehr viel. Ja, das stimmt. Das Ganze kommt oder wird oft verursacht durch politische Unruhen, ein Bedürfnis, sich auszudrücken, anerkannt zu werden. Und wenn man diesen stilisierten Punkt überwunden hat, dann wird das Ganze dekadent. Das passiert, das ist in den 60ern passiert, in den 50ern, den 70ern, den 80ern, auf jeden Fall, die Blitzkids, darüber sprechen wir später noch. Das war ja ein Ausdruck der Dekadenz. Sie hassen den Blitzclub, ist das richtig? Haben Sie vorher gesagt? Ach, da sprechen wir noch drüber. Das ist einfach dieser Kreislauf. Und die neue Generation muss dann erstmal diese Dekadenz wieder zerstören. Ich glaube, es ist auch die Natur des Designs in sich. Acid House war dekadent, ja. Ja, also letzten Endes ist es einfach nur so, dass wir Dinge so schaffen, dass sie entweder gut oder schlecht sind, aber es ist natürlich oberflächlich. Aber wenn man die Oberfläche abträgt, dann findet man darunter hoffentlich ein bisschen mehr. Also ich verliere die Hoffnung nicht, natürlich. Aber ich würde gerne fragen, ob es anhaltende Werte der Postmoderne gibt, die man vielleicht immer noch nutzen kann. Beispielsweise ein Bewusstsein für den Kontext, Ironie,
der Regelbruch. Es ist doch schwierig, diese Dinge zu zerstören. Was war die Frage? Entschuldigung. Wir haben ja ein bisschen ein Tonproblem. Ja, ich habe tatsächlich auch ein bisschen Probleme, Sie zu hören. Vielleicht kann man das nochmal korrigieren, denn ich höre hier wirklich schlecht. Könnte man sagen, dass, also Postmoderne wurde zum Stil, ja, das ist klar, aber gibt es Werte, die immer noch sinnvoll für uns sind, die man vielleicht mitnehmen kann aus der Postmoderne, die die Postmoderne im Grunde genommen in sich hat und die nicht zerstört werden können. Beispielsweise ein Bewusstsein für den Kontext, Ironie. Ironie, die ja auch ein Werkzeug sein kann, um ein Bewusstsein für Kontext zu schaffen. Wir haben jetzt einen Sprecher, wir hören jetzt was, das ist toll, es funktioniert. Oder dieser Regelbruch auch, also was ganz Grundlegendes. Man kann diese Werte natürlich auch in der Moderne finden, aber würden Sie sagen, dass es etwas in der Postmoderne gibt, was weiterlebt? Was glauben Sie? Ja, das war eine rhetorische Frage. Ich weiß es nicht. Was sagt ihr? Ich glaube, die Idee, Risiken zu wagen, das ist eindeutig etwas, was anhält. Egal, also auch in diesen Zeiten, wie auch immer man diese Zeit nennen möchte, Postmoderne. Ja, also hoffentlich, würde ich sagen. Natürlich ist es so, dass gerade bei der Ironie, es ist ein Werkzeug, das auch schnell altert. Es ist einfach etwas, was man aus der Tasche nehmen kann, ein paar Mal nutzen kann. Aber ich weiß nicht, ich würde sagen, dass momentan, heutzutage, wo wir einfach nicht genau wissen, ob etwas richtige Nachrichten sind, ob es sich um Fake News handelt, um Falschmeldungen. Also wir sind ständig KI-generierten Bildern ausgesetzt, von denen wir noch nicht mal wissen, ob sie wahr sind, ob sie nicht wahr sind. Das ist wirklich eine schwierige Situation. Und Ironie zu haben und Ironie zu nutzen, um Dinge auf humorvolle Art zu betrachten, das ist etwas Wunderbares und das ist wichtig. Aber ich denke, wir müssen damit auch vorsichtig sein, wie Dinge wahrgenommen werden. Ich glaube, dass diese Ideen gehen miteinander einher, wo wir mit den Medien hinkommen. Und wie widerstehen wir dieser Standardisierung? Denn diese Standardisierung kommt ja mit automatischen Geräten wie KI und einem standardisierten Arbeitsumfeld, über das wir bereits gesprochen haben. Denn hier geht es natürlich auch um die Geschichte der Bundeskunsthalle. Neville Brody war ja von Anfang an dabei, hat das bezeugt, hat das auch mit beeinflusst. Und deswegen habe ich mich gefragt, ob es wohl möglich wäre, eine weitere Person mit auf die Bühne zu bringen, die leider heute nicht hier sein kann, Markus Peichel. Oh, ich brauche Eva noch mal kurz, denn die Stimme, wir hören leider nicht genug. Ja, wir hätten gerne unseren Freund, unseren Gast Markus Peichel eigentlich dazu holen. Leider kann er heute nicht hier sein. Er hat Corona, doppelt Corona, der Arme. Grüße gehen raus an Herrn Peichel. Wie ging das eigentlich los mit Ihnen und der Bundeskunsthalle? Wie ging es los mit der Bundeskunsthalle? Wie kam ich zur Bundeskunsthalle? Eine Anekdote. Ja, das Lustige ist, wir sind früher aus London hierher geflogen. Aber ja, es gibt natürlich auch noch eine Geschichte dazu. Vor 32 Jahren. Ja, also früher war es so, wir flogen nach Köln und wir hatten diese ganzen Pläne, diese Rollen. Und Deutschland war damals natürlich ganz anders. 1991. Genau, 1991. Wir arbeiteten damals mit einem unserer Architekten, Joe Hagan. Der kommt aus Ghana und er hatte unterschiedliche Clubs in London, war ein enger Freund unseres Studios und wir wurden immer in einen Nebenraum geholt, aus Sicherheitsgründen, wenn wir in Deutschland landeten. Und dort wurden dann diese Rollen geöffnet und da wurde immer gesagt, okay, das sieht aus wie ein Plan, worum geht es hier? Und dann wurden wir wirklich befragt, denn uns wurde unterstellt, vielleicht Industriespione zu sein. Joe war ja schwarz aus Ghana. Und das Ganze hat sich jetzt verändert. Aber ich fing dann mit der Bundeskunsthalle an, weil Markus Peichel, der ja einer der
Herausgeber des Wiener Magazins in Deutschland war, der hatte damals auch das Tempo-Magazin in Deutschland zu verantworten. The Face und Tempo, Actual in Paris und White Magazine, da gab es eine Verbindung zwischen diesen ganzen Magazinen, denn wir hatten ja ein gemeinsames Narrativ. Und Markus fragte mich damals, ob ich eine Ausgabe mit herausgeben wollte. Ich hatte damit länger nichts zu tun. Es ging um eine Hommage an Markus. Und Markus stellte uns dann seinem Vater vor. Und wie war das? Schwierig. Denn Herr Professor Gustav Peichel war ein sehr österreichischer Architekt, der wusste sehr genau, was er wollte. Und er war nicht unbedingt autoritär, aber sehr stark im Sinne von, wie er sich zeigte. Und der baute im Grunde genommen diese Art Schloss. Es ist eigentlich ein postmodernes Schloss, ein Schloss der Postmoderne. Und wir waren dann letzten Endes für die Schrift, für die Kommunikation da. Die Schrift war im Grunde genommen inspiriert durch das Gebäude, basierte auf Vierecken, auf Kurven, Kreisformen, also eine sehr geometrische Geschichte. Und wenn man da drin ist, dann sieht man, dass die Verhältnisse, die Proportionen riesig sind. Und wir waren sehr klein, wir fühlten uns richtig klein in diesem Raum. Wir können uns noch nicht mal hören in diesem Riesenraum. Nein, es ist jetzt tatsächlich besser. Aber es ist wirklich ein monumentaler Raum. In dem Raum geht es wirklich nur um dieses Gebäude. Und wir waren im Grunde genommen ganz kleine Personen da drin. Postmoderne, da geht es ja wirklich auch um Größe, auch um eine Art Megalomanie. Ja, das ist Architektur. Ja, Machismus, ja. Aber wir sind wirklich sehr froh, dass das Ganze damals losging, diese Zusammenarbeit, dass wir jetzt diese Verbundenheit haben. Und ich bin auch besonders froh, dass wir die Möglichkeit hatten, uns nochmal zu treffen. Ich habe ja eine Ausstellung organisiert in New York, wo du ausgestellt wirst. Ich habe deine Arbeit häufiger gesehen und irgendwie ist es so, dass sich die Wege immer wieder kreuzen. Und ich denke, dass wir auch in der Zukunft wieder die Gelegenheit haben werden, zusammenzuarbeiten. Das ist wirklich ein fantastisches Resultat und ich freue mich über die Möglichkeiten, die wir hatten. Es war großartig. Und ist natürlich großartig, Bonn als Ort zu haben, an dem wir uns treffen. Das war interessant. Und hier mit dem Gebäude der Architektur haben wir etwas ganz Neues begonnen. Und das ist ganz anders als andere Teile des Gebäudes, des Umfeldes. Und das ist großartig, denn wir haben hier irgendwie einen frischen Luftzug. Denn es muss ja nicht alles so streng sein. Ja, die Art des Katalogs ist aber so, dass es nicht nur ein Katalog ist. Natürlich haben wir alle die Ausstellungsstücke im Museum, die sind da, werden da drin gezeigt. Aber der Katalog hat auch einen Eigenwert. Ja, in der Ausstellung. Und dann bleibt das noch bestehen. Das Baby ist Coco, das Kind von New Model. Ja, der Katalog überlebt die Ausstellung und dann kommt er wahrscheinlich in die nächste Ausstellung über die Postmoderne. Fragen untereinander? Fragen an Neville? Ja, was mich interessiert ist, wie ist es, Bonn zu besuchen? Für eine Schrift, das ist jetzt ja die Schrift, was ich damals gemacht habe, ist jetzt 30 Jahre alt. Und ja, irgendwie kommt das alles wieder zurück. Vieles von dem, was wir in den 80ern gemacht haben, für Fuse, auch ein Experimentalmagazin oder andere Arbeiten von damals.
das sieht irgendwie jetzt wieder zeitgenössisch aus. Und für mich bedeutet das, was wir die Kunst des Experimentierens verloren haben. Und dann Bonn ist ja so geometrisch. Und das ja, entspricht auch diesem Zeitalter der Technik, ist irgendwie so sauber. Und die Schriftart, die wir entwickelt haben, die nannten wir Bonster. Denn es ja Bonster steht für Bonn. Und wir versuchen, das damit zu spielen. Ja, und das hat viel Spaß gemacht. Danke dafür. Nichts zu danken. So, jetzt können wir einen trinken gehen. Nun, vielen Dank an alle. Ja, wir haben eine halbe Stunde für Bier oder was auch immer. Und dann treffen wir uns hier wieder um 6 Uhr für den Vortrag von Dietrich Dietrichsen über Style. Und dann New Models reagiert dann auf den Vortrag von Dietrich Dietrichsen mit einem eigenen Vortrag über Stil. Und dann haben wir noch eine kurze Diskussion. Und dann um 7 kommt Original Bits Kids auf die Bühne. Bis gleich.